Tja, Kühe habe ich mittlerweile auch gefunden. Soll ich uns mal ein paar Kuhsteaks mitbringen? Mach doch. Ja, ich weiß, ich bin böse. Warum, weil du Kühe umbringst? Ja, genau. Oh. Aber irgendwas brauchen wir ja auch zum Essen. Das stimmt wohl. Ich glaube, die Sonne geht langsam unter. Ja. Das stimmt wohl auch. Ja, jetzt ruckelt's gerade. Ich glaube, ich komme in einen neuen Chunk oder so. Keine Ahnung. Was ist da hinten schon wieder? Ach, das ist wieder... könnte auch sein, aber das weiß ich nicht, weil ich sehe ja nicht, was du siehst. Waha. Ha, 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 ha. Nee, die Sonne geht unter. Das finde ich jetzt gar nicht cool. Und ich bin am Arsch der Welt hier. Mami? Muss ja auch noch irgendwie zurück dann, aber ich glaube, das gibt nichts. Das ist blöd. Da sind wieder ein paar Hühner. Da hinten ist ein großer Berg, da laufe ich jetzt mal hin. Vielleicht bin ich da über Nacht zumindest ein bisschen sicher. Das ist sicher. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber zurück komme ich auf gar keinen Fall mehr, weil die Sonne ist ja schon fast unten. Ja, das stimmt wohl. Aha, ja, es wird dunkel hier. Das finde ich gerade nicht so ja, cool. Wird nicht nur bei dir dunkel. Ja, danke. Du ja, bist bitte. Aber zu Hause irgendwie. Ja, doch, das stimmt. Was stimmt denn eigentlich nicht? Ich nicht. Du könntest mich ja suchen kommen. Könnte ich, aber ich weiß ja noch nicht mal, welche Richtung du gelaufen bist. Ah! Das klang jetzt irgendwie nicht so. Nee. Hast du ihn gefunden? Glätt. Glätt? Ja. Da hinten ist noch eins. Das finde ich jetzt gar nicht mal so cool. Hier stimmt. Ist aber auch jede Menge Kohle hier. Ich glaube, die werde ich nachher noch mitnehmen, wenn ich die Nacht überleben sollte. Da schießt schon wieder irgendein Skelett auf mich. Oh, eine Spinne. Ja, wie toll finde ich das denn. Oh, hier ist Schnee. Schneebiom gefunden. Ja. Cool. Ach du Scheiße. Sagt man nicht. Ah! Du fielst aus großer Höhe. Ja. Ich fiel aus großer Höhe. Mich hat ein Skelett getroffen und ich bin runtergefallen. So viel dann zum Thema der ganzen Sachen, die ich dabei hatte. Ich finde das jetzt gar nicht so cool. Auch nicht cool. Guten Tag. Wo bist denn du? Ach da. Was machst denn du da drin? Geh weg. Was machst denn du da? Geh weg. Hallo? Weiber. Ach, hier steht ein Skelett direkt vor der Tür. Ich habe kein Schwert und gar nichts mehr. Kommst du bitte mal das Skelett verhauen? Warum soll ich jetzt das Skelett verhauen? Na, weil ich gerade schon gestorben bin. Bämme. Du hast einen Pfeil im Kopf. Ja, kann sein. Du hast bestimmt Kopfschmerzen. Ja, das kann auch sein. So, ich gehe jetzt meine Sachen wiederholen. Wenn du sie wiederfindest? Ich gehe meine Sachen nicht wiederholen. Was hast du denn jetzt gefunden? Ein Skelett. Oh, ein Skelett. Ja. Danke. Bitte.
Ja, was soll ich machen? Ich habe so viele Sachen dabei gehabt, die würde ich ganz gerne wieder. Oh, da hinten ist noch ein Skelett. Ach, da ist auch noch ein Zombie. Ich lasse Magst du das. nicht warten, bis es Tag ist? Ja, dann habe ich aber Angst, dass die Sachen weg sind. Okay, ist ein berechtigter Einwand. Aber ich überlebe das da draußen nicht. No way. Du musst schon mitkommen. Ja, du musst mitkommen. Ich muss mitkommen. Ja, du musst mitkommen, du musst mich beschützen. Ja, Moment. Was denn? Ups. Kannst du mir noch ein Schwert basteln? Würde mir ganz gerne noch ein Schwert basteln, ja. Aber ich kann mir gerade kein Schwert basteln. Na toll. Aber gleich kann ich mir ein Schwert basteln. Ach, du brauchst ja auch noch ein Schwert, ne? Ja, ich meinte ja eigentlich, dass du mir ein Schwert basteln Dass ich kannst. dir eins basteln soll. Ja, aber es ist schon, die halbe Nacht ist schon rum. Ich guck noch mal nach draußen. Ah! Da steht eine Hexe. Das ist uncool. Ja. Die hat mich blöde angegrinst. Hä? Kannst du mal rausgehen, die kaputt machen? Jetzt warte doch mal da, nimm mal das da. Danke. Bitte, das ist bei manchen schon etwas angeschlagen ist, aber Ja, gut. das macht nichts, aber da draußen ist die Hölle los. Ich glaube, das war die Hexe. Jetzt dich vergiftet? Ja. Stand direkt vor ihr. Aber sie vergiftet dich. Ja, Natürlich aber auch mich hat sehr sie intelligent. vergiftet. Ja, aber mich jetzt auch. Ist er denn wenigstens tot? Ja, sie ist tot. Aber ich auch gleich, wenn das so weitergeht. Dann kommt er erstmal wieder rein. Hast du genug zu essen? Ja, nein. Ja, Moment, hier ist ja auch noch Fleisch drin und alles. Das ist ja alles jetzt nicht das Problem. Ja, komm, Gucker und bevor wir beide Glowstone schon. sterben, gehe ich jetzt mal alleine raus. Komm. Ich habe ja jetzt ein Schwert. Das bringt nichts, wenn wir beide sterben. Doch nichts, wenn du jetzt da jetzt hier mal hinrennst und stirbst. Ich versuche das nur einmal. Also, ich bin nicht so wie Alex, ein Kollege von uns aus der Redaktion, der dann 30 Mal zu seiner Leiche rennt, um dann irgendwann festzustellen, dass die Sachen nicht mehr da sind. Ach du heiliges Gedöne, du ahnst es nicht, ey. Das spare Was ich mir ist denn? direkt. Was ist denn? Da steht eine Armee von Skeletten. Oh! Da, wo du gestorben bist, oder? Nein, ach, ich muss noch viel weiterlaufen. Nö, direkt da bei uns am See. Oh, schön. Und Zombies und. Oh. Also nachts rausgehen ist Selbstmord ohne Rüstung. Ja, das ist ja auch nichts Neues. Toll. Was willst du denn mit dem Zaun? Ist die Frage gerade nicht angekommen? Nee. Was du mit dem Zaun willst? Das mich doch. Also, woher weißt du, dass ich Zaun hab? Weil du gerade einen in der Hand hattest? Ja. Mein Zaun. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Du vergönnst mir auch keine Büsche, also musst du mir jetzt den Zaun vergönnen. Was gönne ich hier nicht? Keine Büsche. Ja, das war ein World of Tanks. Entschuldige bitte mal. Das war mein Busch. War nicht ersichtlich, dass es dein Busch ist, weil du dich mitten auf das Schild gestellt hast, was gesagt hätte, dass es dein Busch ist. Deswegen ist es Ja. dein Fehler, dass man Meine nicht ich. erkannt hat, Kann ja dass es mal dein gucken, ob Busch du hier einen Busch hast, aber es sieht nicht so aus. ist. Ja, Was machst du denn jetzt schon wieder da? Ich frag lieber nicht weiter. irgendwer muss sich ja sinnvoll betätigen. Komm, es wird hell draußen. Zack, zack. Gut.
Also du holst jetzt dein Zeug Ich und versuche jetzt mein Zeug zu. Oh, ich warte lieber noch eine Minute. dann mach wenigstens die Tür zu. Da kommt ein Skelett direkt runter, wunderbar. Dem hau ich jetzt voll auf die Omme. Blödes Mistvieh, ey. Du hast einen Pfeil im Rücken. Das mag alles sein. Mich hat dieser blöde Pfeil von dem Skelett getroffen und ich bin dann in den Abhang runtergestürzt. Ja, das glaube ich dir. Das kennt man ja. Ja, toll. Danke, oh, dass du es kennst. Brennende Nachbarn. Ja, aber guck mal, wie viele hier brennen, du. Ja, Party, ne? Feuerparty, wey! Brennende Nachbarn. So wie ich mein Glück dann kenne, sind die Sachen sowieso jetzt weg. Ich weiß gar nicht, wie lange die liegen bleiben. Weiß ich auch nicht. Wenn das nicht so elendig weit wäre, du. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo du hingelaufen bist. Na, ich bin hier immer an dem Wasser entlang gelaufen. Okay. Weil ich ja einen möglichst einfachen Rückzugsweg haben wollte. Ja. Aber ich habe nicht mitgekriegt, dass es früh Nacht wird oder so schnell Nacht wird. Ja, Alles im Allen nicht gut, ne? Also, ich hatte jede Menge Klamotten dabei. Das ist natürlich blöd. Ich hatte ja keine Rückendeckung. Ja. Ja. Hat ja keiner ahnen können, dass du so lange wegbleibst. Ja, du hast zu mir gesagt, ich soll unbedingt Schafe suchen. Ja, aber ich habe nicht gesagt, dass du dafür dein Leben aufs Spiel setzen sollst. Ja, das habe ich aber jetzt. Ja, ich habe es gesehen. Ach, guck mal, da liegt noch ein Pfeil, den nehmen wir direkt mal mit, um ihn nur gleich wieder zu verlieren. Das Schlimme ist, ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal gewesen bin. Was ist denn da das oben? Ist immer gut. Da oben war irgendwas. Was ist denn das? Hä? Hm? Hier oben ist irgendwas. Wie irgendwas? Ja, ich weiß nicht was. Ach so. Das ist immer gut. Das war irgendeine Pflanze. Flieder. Okay. Aha, okay. Flieder habe ich wirklich nicht gesehen bis jetzt in Minecraft. Oh, eine Spinne, ein Zombie. Irgendwo ist ja wieder die Hölle los. So. Spinnen sind gut. Ja, wenn man weit von denen weg ist. Aber wenn wir schon keine Schafe finden, müssen wir wenigstens Spinnenseide sammeln, wa? Naja. Ich muss dir aber gerade ehrlich gestehen, ich weiß nicht mehr, wo ich hier bin. Blöd. Wie war das mit dem Navi? Ja. Ich meine, hier sind immer noch jede Menge Schweine. Ja, aber gut. Das heißt nichts. Du bist mir nicht zufällig gefolgt. Nee. Ja, uncool. Ganz zufällig bin ich dir nicht gefolgt. Immer noch Schweine. Schweine. Und ich finde diesen hohen Berg im Moment nicht. Ich kriege die Pest. Okay, da steht wieder Zuckerrohr. Ich könnte doch auf dem richtigen Weg sein, weil der sieht einmal abgebaut aus. Ah. Aha. Die Sache ist das, wenn dein Zeug jetzt schon weg ist, dann wirst du gar nicht erkennen, ob du da bist, wo du gestorben bist. Doch, ich kenne den Berg. Oh. Das war so ein richtiger Steinfelsen. Berg, okay. Steinberg. Das kann man eigentlich nicht übersehen. Ich habe die Sichtweite eigentlich auch schon relativ groß, aber wie das halt in Minecraft, Minecraft so typisch ist, baut sich das nach und nach immer wieder auf. Ne? Ja, klar.
Deshalb sieht man auf Entfernung den Riesenberg nicht. Ich habe keine Ahnung. Doch, ich bin wohl, ich bin richtig. Ah. Die nächste Frage ist, komme ich da überhaupt dran, weil ich war ganz oben auf dem Berg. Das weiß ich nicht. Was sagt die Sonne? Sehe die Sonne gerade nicht. Warum nicht? Weil es hier gerade so diesig ist, dass ich die Sonne nicht sehe. Dunstig, Ja, das ist neblig. mir schon klar. Da liegen noch Erfahrungspunkte von mir, so wie das aussieht. Aber meine Sachen scheinen noch da zu sein. Aber wie soll ich denn da dran kommen? Ach du Scheiße, ey. Ich sag mal, hinterher springen wäre wahrscheinlich uncool. Ja. Dann wäre ich ja nicht gestorben, ne? Ja. Macht irgendwo Sinn, oder? Ja. Ich hätte mir eine Hacke mitnehmen sollen, eine Spitzhacke. Jetzt hau ich hier mit dem Schwert auf Steinen rum, du. Ja, Das ist sehr sinnvoll. was soll ich denn machen? Ja, kannst nichts machen. Das ist mir auch klar. So, was war das jetzt? Ach, Eisenbarren, okay. Oh, jede Menge Holz. Warum ist das gerade bei dir so diesig? Das verstehe ich jetzt nicht. Keine Ahnung, frag Minecraft. Ich muss von der anderen Seite da irgendwie hochkommen. Sonst komme ich an die Sachen nicht dran, die weiter oben liegen. Ach, das war auch noch hier, wo das ganze, die ganze Kohle ist, Mensch. Moment, ich habe hier Holz jetzt. Mal eben eine Workbench bauen. Da. Das alles muss auch noch ratzfatz gehen. Ich schon, ich werde wieder sterben. Also langsam aber sicher geht nämlich die Sonne wieder unter. Ich habe wieder mein typisches Minecraft-Problem. Wieso? Mir schläft die halbe linke Hand ein. Bei Minecraft. Ich habe das nur bei Minecraft. Aha. Stundenlanges Zeichen, hast du keine Probleme mit, aber beim Minecraft-Spielen schläft dir die Hand ein. Ja, aber faszinierenderweise nur die halbe. Also die Okay. linke, die WASD-Hand, aber auch bloß der kleine Finger und der. Daneben der Ringfinger und halt ein Stück weit dann bis zum Handgelenk. Okay. Aber halt nur der Bereich hinter den zwei Fingern. It's not a bug, it's a feature, ne? Das weißt du. Es ist ein, ist kein Fehler, es ist so ein Feature halt, ne? It's not a, boah. Kurz bevor ich das Holz jetzt holen konnte, war es weg. So, jetzt aber ab nach Hause, du. Ich habe jetzt noch nicht mal geguckt, was ich alles retten konnte, aber ich konnte ein paar Sachen retten. Das ist zumindest schon mal was. Ich kann ja mal eben einen Blick ins Inventar werfen. Ah, doch, ist einiges. Das passt doch.
Und jetzt die Beine in die Hand nehmen, weil die Sonne geht bald wieder unter. Ich liebe es. Aber Schafe zu finden wird echt ein Problem sein. Ich hatte das mal auf einer Karte, da habe ich partout keinen Wolf gefunden, nur. Wo ist denn die Sonne? Ah, da, es geht noch. Es geht noch, es geht. Eben was essen. Mama, Mama, Mama. So. Naja, verhungern werden wir auf jeden Fall nicht. Hier sind genug Schweine. Die können wir auch später züchten dann. Das ist das Problem. Gut. Ups. Ups ist nie so gut. Was heißt Ups bei dir? Ups heißt, ich habe gerade einen Block falsch gesetzt. Alles Ach gut. So, na dann. Jetzt muss ich bloß mal eben gucken. So. Welche Richtung liegt jetzt unser angetrautes Heim? Achso, das ist da. Oh, da geht die Sonne unter. Ja, da geht die Sonne unter. Und ich bin im Wasser. Scheiße. Das ist alles nicht gut. Kannst du wenigstens vor der Tür warten und gucken, dass da nichts mehr steht, wenn ich nach Hause komme? Ja, ja. Danke. Weil sonst muss ich mich hier gleich irgendwo einbuddeln. Ja, das ist schon eine Spinne, ich wusste es, ey. Ach, da hinten steht meine Fackel. Gut, dass ich die gesetzt habe. Also was lernen wir daraus? Wir müssen irgendwo zwischendurch eine Höhle bauen oder eine kleine Unterkunft, damit wir die Nacht überleben, wenn wir unterwegs sind. Weil sonst hat das überhaupt keinen Wert. Da ja, oder schauen, dass wir Betten dabei haben. Ja, da musst du aber auch eine Hütte für haben, weil du kannst die Betten nicht einfach in freier Natur aufstellen. Oh, das geht. Naja. Das geht tatsächlich. Ich weiß, dass das geht, aber wenn du Zombies in der Nähe hast, geht es nicht. Ach du Scheiße, jede Menge Creeper. Da ist wieder ein Skelett, wunderbar. Ach, ich hatte wieder Besuch. Ach so. Ach du heilige Scheiße. Was denn? Creeper, Skelette, Enderman, Zombies. Eine ganze Armee von Skeletten. Sehr gut. Noch mehr Endermans. Ach du Scheiße, ey. Ich mag Enderman nicht, die sind so böse. Ja, das stimmt. Da ist ein Zombie. Hau ab. Hey, ich will nach Hause. Noch einer. Dann bin ich in Ruhe. Ich bin gleich da. Ach. Ich riskiere mein Leben und du fängst an, dein Häuschen zu bauen. Hm? So eine bist du. Hm? Ja, ja. Ey, warum machst du denn die Tür zu? Lass mich rein. Weißt du, wenn du vorhin nicht so gewesen wärst, dann dürftest du ja mit in dem Häuschen wohnen, aber du willst ja nicht. Nein, will ich überhaupt nicht. Von dem her. Ihr wurscht. Tja. Mach, was du meinst. Naja, das war mir schon klar. Ihr Lieben, eine Folge ist mal wieder am Ende. Wir haben schon wieder böse überzogen. Wir sehen uns in der nächsten. Und du hältst jetzt mal deine Backen. Wo ist denn der überhaupt? Der muss hier draußen, hier drinnen irgendwo rumgammeln.
Wer ist denn das? Er steht vor der Tür. Ach, komm rein. So, Ruhe im Karton geht. War da noch was? Nö. Ja, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.